Ein kleiner Blick auf die Karte und dann gucken wir doch mal zu den Trümmern da. Mal sehen, was da so abtrümmert. Die Sonne scheint hier schön hell. Das ist doch schon mal was wert. Ich meine, hier ist auch so schöner grüner Moosboden. Hier können wir glatt eine Runde Urlaub machen, weißt du? Hier ein bisschen in der Sonne sitzen, auf dem Hügel, auf der Pyramide vielleicht sogar. Grill anschmeißen. Das wär's doch. Okay, wie komme ich hier heil rüber? Mit der Betonung auf heil. Gut, ich weiß, das Fahrzeug ist ziemlich unzerstörbar. Aber ich muss auf der anderen Seite auch wieder hoch. Das ist das Problem. Da ist wieder, da ist noch eben so ein Fels, den ich ernten kann. Mineral oder was auch immer. Also Miran, das ist ganz da unten. Ich glaube, ich muss hier runter. Ich habe keine andere Wahl. Aber möglichst ohne in meinen Tod zu stürzen. Ich frage jetzt, ob dieses Mineral, ist das oben oder unten? Weil wenn es oben ist, bin ich nachher am Arsch. Aber wahrscheinlich ist es da unten in der Senke, ne? Oh. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Schnell den Notbooster einsetzen. Hier ist das Mineral. Da unten. Da lungert es rum. Können wir hier aussteigen? Nein, das ist ihm nicht eben genug, das Terrain. Immer noch nicht. Der dreht sich mal nicht so rum, also nicht so intuitiv, wie ich das gerne hätte. So, jetzt ist aber eben. Will doch nur das Beryllium vorkommen. Beryllium, das streue ich mir morgens aufs Frühstücksei. Lecker. Dann können wir ja weiter. Da hinten ist auch ein roter Fleck. Da sind böswichtige Gestalten, böswillige Gestalten, die mich angreifen wollen. Na, den werde ich es aber zeigen. Den werde ich schon noch zeigen, wie leicht es ist, mich anzugreifen und zu überwältigen. Ja, ruhig runter da. Keine Hemmung, Fahrzeug. Wo sind denn hier die böswilligen Gestalten? Da. Ich habe kein gutes Gefühl. Wie furchtbar. Die gesamte Kolonie muss verwandelt worden sein. Das ist aber uncool. Können wir in das Gebäude rein? Ja, es sieht so aus. Komm, wir steigen mal kurz rein. Hier sind bestimmt interessante Dinge am Start. Husks. Jede Menge Husks, so wie es aussieht. Jede Menge Huskies. Siehst du, da sind sie alle. Und der bleibt einfach nur stumm stehen und lässt sich erschießen. Ultra klug, die Viecher. Komm, wir jagen einfach alles in die Luft. Wo seid ihr denn alle? Vielleicht kommen sie um die Ecke. Drei Stück. Pass auf, pass auf. Da. Ah, komm. Komm her. Wir erwarten euch doch. Sehnsüchtig. Welcher Idiot schießt mir da einen Rücken? Könnte man das unterbinden? Kaidan, bitte. Mir nicht in den Rücken schießen. Danke. Abgeschlossene Kiste. Immer her damit, was auch immer drin ist. Flupp. Und noch eine normale Kiste, die nicht abgeschlossen ist. Warum schließen die denn eine Kiste ab und die andere nicht? Schlammkanister. Es würde mich sehr überraschen, wenn etwas anderes drin ist als Schlamm. Oh, es sind Waffen drin. Warum sind im Schlammcontainer oder Schlammkanister Waffen drin? Sind die Waffen etwa aus Schlamm? Ich meine, das wäre geniales Recycling, das muss ich schon sagen, aber wahrscheinlich kleben die auch ziemlich an den Händen dann. Ist hier oben noch jemand? Außer einer Erste-Hilfe-Station? Zwei Erste-Hilfe-Stationen, wo wir unsere Mad-Eagle auffüllen können. Und natürlich ein Waffenspind, sehr gut. Da ist bestimmt Schlamm drin jetzt. Ich meine, wenn die Waffen im Schlammkanister sind? Nee, auch Waffen. Wahrscheinlich haben die einfach alles mit Waffen vollgestopft. Einfach so aus Prinzip.
Gut, mehr ist hier aber auch nicht los. Nun gut, es soll uns recht sein. Um das nochmal zusammenfassend zu betrachten. Dann können wir endlich zu unseren Trümmern fahren, zu denen wir sowieso hin wollten. Oh, nachdem wir hier noch feinste ungiftige Polonium-Munition mitgenommen haben. So, da drüben wollte ich doch eigentlich zu den Trümmern. Hui. Ich muss doch hoffentlich nicht auf den Berg rauf. Nee, da vorne liegt irgendwas. Sonst hätte ich auch gezürnt. Na, was haben wir hier Schönes? Eine abgestürzte Sonde. Oh, Mist. Kommt schon, gebt mir eine Lücke. Ah, ich bin zu ungeduldig. Oh, aber gerade noch geschafft. Gerade noch so geschafft. Und nun, da war ich gerade. Wissenschaftliche Einrichtung und Zivilgebäude. Ich fahre erst noch zu einem Zivilgebäude und dann zur wissenschaftlichen Einrichtung. So machen wir das. Oh, und plötzlich sind hier irgendwelche Pollen in der Luft oder so. Bestimmt super ungefährlich. Wenn man die einatmet, dann mutiert man bestimmt nicht zu einem Gorilla. Das wäre ja absurd, wenn das der Fall wäre. Wahrscheinlich ist es einfach Frühling und das sind die Pollen, die hier ausströmen. So, ich muss sowieso hier rum. Lass mich raten, da sind auch Husks am Start. Oder? Nö, da ist gar niemand. Okay, aber rein können wir da, glaube ich, trotzdem. Dann tun wir das doch mal. Aber drin sind sicher Husks. Und Schlammkanister bestimmt auch. Hallo, ihr Süßen. Na, wollt ihr aufs Maul? Doofe Frage. Natürlich wollen sie das. Mehr? Wo ist denn der Rest? Einer ist doch hier lang abgehauen. Wo seid ihr denn alle? Hier kommt gleich einer an. Da die Treppe runter. Das waren aber alle, ne? Habt ihr da was zu sagen? Nö. Ich will sie ansprechen, aber sie antworten mir nicht. Unhöflich ist das. Da hinten ist noch eine Kiste. Sehr gut. Ich glaube, ich habe wieder jede Menge neues Material gefunden, dass ich mir auch mal erlauben kann, meine Mannschaft wieder neu auszurüsten mit besseren Dingen. Aber das mache ich, sobald ich die Mission hier beendet habe, glaube ich. Also diesen Planeten hier. Diese Ecke des Universums, diese kleine. Dann haben wir bestimmt irgendwie neue Mega-Power-Ultra-Waffen gefunden, die 3 mehr Schaden machen. Damit lohnt sich das ja schon. Oh, da ist auch ein Kit. Da ist ein User-Kit. Da ist Kit, das sprechende Auto. Yep. Und der dritte Spind, den nehmen wir natürlich auch noch. Weil nur ein leerer Spind ist ein guter Spind. Zumindest wenn ich den Inhalt da rausgeklaubt habe. Dann auf jeden Fall. Nix wie raus. Dann noch zu der wissenschaftlichen Einrichtung.
Da finden wir hoffentlich irgendeine irgendwie geartete Antwort auf die ganzen Husks, die hier rumlaufen. Die kommen ja nicht aus dem Nichts. Vermute ich. So, wissenschaftliche Einrichtung, ist die da oben drauf? Ich glaube, die ist da oben drauf. Oder dahinter. Wir kurven hier ein bisschen rum. Vollgas im ersten Gang, so wie sich das Ding anhört. Ah, hier oben. Siehst du mal? Und hier sind auch die Huskies am Start. Dahinter ist irgendwo noch einer. Da. Verrecke. Und hier diese komischen Stäbe, mit denen die Leute verhandelt werden, verhandelt werden. Wir gucken mal. Hallo? Ist jemand am Start? Irgendwer? Ich verpetze euch auch nicht. Ah, da sind sie doch. Ich kann sie förmlich schmecken. Da, siehst du? Schon geschmeckt. Kanonenfutter, würde ich mal sagen. Gut für uns. Das gibt ein bisschen Schießtraining. Das stärkt unseren Abzugsfinger. Und schadet uns nicht weiter. Noch irgendwo Behältnisse? Oder eine Tür? Oder irgendwas? Oh, oder vielleicht ein Eis? Oh. Eis hätte ich jetzt gerne. Ich habe noch Eis am Stiel im Kühlschrank. Da muss ich mir gleich noch eins reinpfeifen, sobald ich fertig aufgenommen habe. Nur um die Leute ein bisschen neidisch zu machen. Komme ich hier nicht her? Da hinten ist... Habe ich die Tür übersehen? Hier bin ich reingekommen, ja. Ich habe da hinten tatsächlich irgendwo eine Tür übersehen. Wie habe ich das denn hingekriegt? Ah, nimm die doch so lange. Ja. Kann man übersehen. Hat ja nur eine große grüne Leuchte, die unübersehbar ist. Da kann man die einmal übersehen. Kann doch mal passieren. Oh. Ein vollständig leerer Raum. Ja, gut, okay. Und die Seite? Auch leer? Nee, da ist immerhin ein Terminal. Ein Terminal Illness. So, das nehmen wir auch noch mit. Dann noch den Spind. Huch. Nein, zu ungeduldig. Nein, zu ungeduldig. Dann eben Universalgel. Mir doch egal. Alles her. Hier hinter noch? Ja. Hier gibt es jede Menge zu holen. Das finde ich gut. Dann gucken wir mal, was das Terminal von sich gibt. Ein koloniales Pionierteam besteht selten aus mehr als ein paar Dutzend Spezialisten. Es ist klar, dass niemand von ihnen überlebt hat. Die Cerberus-Gruppe wird sich hierfür erklären müssen. Das würde ich doch hoffen, dass sie sich dafür erklären müssen. Guck mal, wir können das ausfahren und wieder einfahren. Und ausfahren und wieder einfahren. Und aus. Und dann gehen wir einfach. Am besten gehen wir einfach wieder. Dann wollen wir mal sehen, ob wir diese Cerberus-Gruppe nicht bei den Eiern packen können, damit sie sich dafür mal verantworten müssen für die Dinge, die sie hier machen. Dass hier so viele Leute sterben. Weil das ist ja irgendwie ist das ja nicht so ganz in Ordnung, ne? Ist ja schon ziemlich gemein, die Leute alle sterben zu lassen. Von daher müssen wir den mal dringend auf den Zahn fühlen. Ich glaube, die Waffe kann ich erstmal wegstecken. So,
So, und dann zurück zur Normandy. Hui. Der Planet wäre abgegrast. Speichert Inhalte. So, war in dem System noch was? Ich habe schon wieder vergessen. Ob ich das... Ich glaube, ich hatte das System noch nicht ganz erkundet, oder? Hatte ich schon den Asteroidengürtel? Nein, hatte ich nicht. Jetzt aber. Ein wenig Metall hat noch niemandem geschadet, aber ich kann damit nicht abernten. Warum kann ich den nicht untersuchen? Ich will doch nur das Metall haben. Apo ist auch nichts zu holen, außer parlamentarischer Opposition. Ilappa, da gibt es auch nichts, aber der hat eine geile Farbe. Hat er jedenfalls gerade eben. Und jetzt ist er komisch leicht grünlich-braun und zack, schon ist er rot. Das ist eine optische Illusion. Sobald man näher kommt, wird er rot. Je näher man kommt, umso röter wird er. Oh, habt ihr gesehen? Da blinkt es sogar. Passiert das nochmal? Da, es blinkt etwas auf, da wo ein Asteroid im Asteroidengürtel ist. Ich spiele auch erst seit ein paar Stunden, ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen. Und da ist natürlich auch wieder nichts zu holen. Okay, dann noch Supai. Der ist voll Supai, der Planet. Und da gibt es lecker Magnesium. Da können wir Motorblöcke und Anspitzer draus machen. Klasse. So, und jetzt werde ich einmal wie angedroht meine Ausrüstung gucken, ob wir die aufwerten können. Oh ja, oh ja. Guck mal, wie viel besser die ist. In absolut jedem Belang. Das ist hervorragend. Oh, die macht genauso viel Schaden, ist aber sonst schlechter. Dann würde ich die andere sicher behalten. Oh, die macht aber noch mehr Schaden. 315, krass. Und draußen ist ein Martinshorn am laut machen. So, was haben wir hier? Kampfscanner, Stabilisator. Ja, Stabilisator ist hervorragend. Ah, jetzt habe ich zwei Stabilisatoren. Behalte ich halt beide Stabilisatoren, mir doch egal. Brandmunition 6, das ist Protonladung, Schildumgehung, verringert aber den Schaden, was nicht so gut ist. Wolfram, Schaden gegen synthetische Ziele. Oh, Brandmunition 6. Nein, 7. Macht mehr Brandschaden aber und verringert die Präzision mehr, aber damit kann ich leben. Ich habe im Moment keine Probleme mit der Präzision eigentlich, die ist ganz in Ordnung. Schrotflinti. Oh, Alter. Noch besser. Die benutze ich zwar nie, aber ich will trotzdem das Beste haben. Auch wenn ich es nie benutze. Ist ja wohl selbstverständlich. Okay, können wir hier noch einfügen? Einen leckeren Kampfscanner? Warum nicht? Und noch bessere Polonium-Munition? Klar. Da ein bisschen Schildumgehung auf die Pistole, warum nicht? Noch mehr Schaden, ja. Oh, war der gegen synthetische? Eigentlich ist er gegen... Oh, Giftschaden für eine Sniper-Pistole. Waffe ist auch gut. Granaten, was können wir da? Fusionssprengsatz macht mehr Giftschaden, Sprengstoff, erhöhter Radius, erhöhter Schaden und erhöhte Waffenwirkung. Brand. Ja, Brandsprengsätze werfen wir sehr gerne. Da haben wir große Freude dran. Und Rüstung haben wir nicht wirklich viel mehr. Aber ich kann hier... Ein Schildmodulator ist natürlich geil. Exoskelett, was bringt das? Schmetterschaden, Physiklimit. Weiß gar nicht, was Physiklimit überhaupt ist.
Ich glaube, ich hau da einen Schildmodulator rein. Das erscheint mir eine sehr gute Idee zu sein. So, jetzt muss ich natürlich mein Squad auch noch ausrüsten. Die liegen mir doch sehr am Herzen, meine Kollegen. Ist vielleicht nicht so super spannend gerade, aber es gehört alles mit dazu. Ach ne, dafür muss ich doch mit nach unten fahren. Obwohl, manchmal tauchen Dinge in meinem Spind auf. Hier, in dem Waffenspind? Nee, diesmal aber nicht. Muss mit dem Fahrstuhl erst nach unten fahren. Damit ich an die Spinde meiner Kollegen rankomme. Ja. Sind wir gleich da? Ja, sind wir. Und dann kann ich nämlich auch noch den Händler gleich aufsuchen. Und den ganzen übrig gebliebenen Schrott verkaufen. So, Liara. Besseres Sturmgewehr, aber hallo. Noch besseres Sturmgewehr. Noch besseres Sturmgewehr. So. Ich versuche mal, mich zu beeilen damit, damit es nicht so super langweilig wird. Aber es ist notwendig. Oh, 300 Schaden, ja. Jawohl. Karpov, 5, nee, 6. Ich komme mit den lateinischen Zahlen irgendwie immer durcheinander. Die sind nicht so ganz intuitiv für mich. Vielleicht liegt es auch nur daran, dass ich dumm bin. Das ist gut möglich. Viele Dinge sind vermutlich darauf zurückzuführen, dass ich sehr dumm bin. Aber damit kann ich leben. Dafür bin ich immerhin auch arm. Das gleicht sich am Ende alles aus. Oh, ein besseres Universalwerkzeug, das mehr Schildbonus und eine geringere oder höhere Tech, einen höheren Tech-Abkühlungsbonus bringt. Aber einen geringeren Medizin-Nachladebonus. Oh, das Ding ist aber deutlich besser. In absolut allen Belangen. Dann bitte nimm das. Bioverstärker. Da kann ich hier bestimmt auch noch irgendwas Gutes tun. Den da zum Beispiel. Ja. Und eine Rüstung. Ja, auch. Das freut mich immer sehr, wenn ich den was Besseres angedeihen lassen kann. Hier gibt es noch einen fetten Schildmodulator und ein Exoskelett. Was kann man sich denn mehr wünschen? Ich würde sagen, gar nichts. Gut. Tali, was haben wir für dich? Polonium-Munition. Hat noch nie jemandem geschadet. Außer natürlich der Person, die damit getroffen wird. Das ist aber ja offensichtlich. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Kryo-Munition 5. Brandmunition. Dann lieber Brandmunition 6. Das brennt dann richtig schön. Und dann wird es auch hell. In dunklen Bereichen sehr, sehr hilfreich also. So eine Brandmunition. Okay, können wir gerne drin lassen. Oh, deutlich besser. Hier, Universalwerkzeug. Ja, das ist besser. Rüstung. Nee, da haben wir aber nichts Besseres. Aber noch einen ablativen Überzug können wir dir verpassen. Dann Rex. Was haben wir für dich am Start? Der hat noch gar keine Waffenverbesserung auf seinem Sturmgewehr. Das ist unverzeihlich. Der arme Rex. Was haben wir denn noch für dich? Nix. Nix und immerhin Brandmunition.
Immerhin das. Sind die kleinen Dinge, die am Ende zählen. Wie zum Beispiel einfach ein bisschen Brandmunition für den lieben Rex. Dass der sich auch freut. Besser. Auch besser. Auch besser. Ich glaube, das war's. Da noch ein bisschen Brandmunition rein. Oh, er braucht auch einen Bio-Verstärker. Okay. Nehmen wir doch mal den. Und noch eine Rüstung für dich? Nee, aber du hast schon eine ziemlich geile. Und da kann ich dir sogar noch einen kinetischen Puffer reinbauen. Kinetische Kartoffelpuffer. Frisch aus der Pfanne. So, ich glaube, besser wird es hier nicht. Aber Schrotflinte wird besser. Das wollte ich gar nicht, sondern das wollte ich eigentlich. Nee, das wollte ich eigentlich. So sieht's doch aus. Naginata 6, okay. Equalizer 5 macht noch mehr Schaden. Immerhin ein mehr Schaden. Universalwerkzeug. Komm, hier nimm mal einen schönen Schildbonus. Da freust du dich bestimmt drüber. Rüstung. Oh, die ist besser. Ja. Und noch eine Schildbatterie rein. Guck mal, die ist grün. Nice. Da wäre ich direkt neidisch. Kaidan. Ich glaube, wir haben es gleich. Mit gleich meine ich sehr bald. In sehr ferner Zukunft. Du möchtest auch einen Bio-Verstärker? Nehmen wir nochmal den. Und Rüstung? Ja, die ist nicht besser. Die auch nicht. Dann behalte die, die du schon an hast. Und Ashley, weil ihr Spind als letzter in der Reihe ist, kriegt sie natürlich nur noch den letzten Rotz ab. Was aber auch fair ist, muss ich sagen. Das ist verdient, dass sie nur den letzten Rotz kriegt. Ich meine, sie ist ziemlich rassistisch. Da verdient man sowas. Pistole habe ich keine bessere mehr auf Lager. Okay. Sturmgewehr. Nee. Scharfschützengewehr bin ich jetzt. Kann man mal verwechseln. Die kann man auch im Sturm benutzen. Von daher zählt das. Und noch eine Rüstung. Nee. Nö. 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 Bist schon hervorragend ausgerüstet. Sehr gut. Haben wir das auch hinter uns gebracht.